Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Zauberbox TV. Heute geht es um das Produkt Just a Pet. Was genau ist Just a Pet? Lohnt sich der Kauf? Was kann man damit machen? Ich erkläre euch heute alles und ja, in dem Sinne viel Spaß mit dem Review und los geht's. Okay, beginnen wir einfach mal mit, was bekommt ihr geliefert? Ihr bekommt das hier, diesen Umschlag hier. Darin befindet sich zum einen ein Link zu einem Online-Video, wo das Ganze erklärt wird. Und zum anderen befindet sich das hier darin. Dieser kleine Block, das ist ein Post-it-Block, sage ich jetzt mal. Ich denke, jeder von euch weiß es, was es ist. Das sind im Endeffekt diese kleinen Zettel, welche überall kleben. So, und was kann man damit machen? Ganz einfach. Und zwar, es gibt mehrere Effekte. Zum einen, ganz einfach, ihr könnt hier drauf was schreiben und dann es verschwinden lassen. Oder andersrum, ihr könnt etwas erscheinen lassen auf dem Blog. Und dann gibt es natürlich auch ganze Routinen. Beispielsweise die bekannteste Routine, jeder kennt den Buchtest. Und vom Buchtest gibt es ganz viele Varianten. Und jeder kennt eine von euch, denke ich mal. Und bei Just the Pet wird eine Buchtestroutine erklärt, welche zum einen ein Buch beinhaltet und zum anderen diesen Block. Und was genau da passiert, ich zeige euch einfach mal kurz den Trailer und erzähle dazu, was passiert. Im Endeffekt habt ihr ein Buch und lasst eine Seite auswählen. Der Zuschauer merkt sich die Seitenzahl und das erste Wort auf der Seite. Ihr selber wisst nicht, welche Seite es ist und welches Wort da steht. So, jetzt lest ihr die Gedanken vom Zuschauer und schreibt auf diesen Post-it-Block das Wort und die Seitenzahl, an welche der Zuschauer gerade denkt. Anschließend lasst ihr den ersten Post-it von dem ganzen Block verschwinden und dieser Post-it befindet sich dann auf einmal in dem Buch auf der Seite, welche sich der Zuschauer gemerkt hat, und das Buch befand sich die ganze Zeit beim Zuschauer. Ihr hattet es kein einziges Mal mehr in der Hand. So, kommen wir einfach mal zu den Pros und Kontras von dem Effekt. Natürlich ganz klar, das hier ist ein Close-Up-Effekt. Man hat nur diesen kleinen Block, das bedeutet, man sollte es eher am Tisch zeigen oder in einer kleinen Runde. Auf der Bühne macht das wenig Sinn. Ihr braucht gar nichts mitnehmen, außer eben den Post-it-Block. Also dieses kleine Ding passt in jede Hosentasche rein, gar kein Problem. Wirklich ein kleines Gepäck. Und falls ihr den Buchtest machen wollt, dann braucht ihr natürlich noch das Buch, mit welchem ihr den Trick zeigt. Ansonsten braucht ihr nichts. Und dann könnt ihr ganz viel machen. Ihr könnt eine Kartenroutine zeigen, wo der Post-it dann wandert. Ihr könnt den Buchtest machen. Ihr könnt einfach eine Schrift verschwinden lassen oder erscheinen lassen und so weiter. Gibt ganz verschiedene Varianten und da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen und wirklich machen, was ihr wollt mit dem, ja, mit dem Just a Pet Block. So, natürlich negativ ist es ein Gimmick, so viel darf ich sagen, das hier ist ein Gimmick, wobei man wirklich sagen muss, es ist clever verarbeitet, das bedeutet, der Zuschauer wird nichts sehen und ja, also es wird gar kein Problem sein. Zum anderen braucht ihr keine Ärmel, ihr braucht kaum Fingerfertigkeit, ihr braucht ein bisschen Übung, aber ja, wirklich in einer halben Stunde habt ihr das drauf und dann könnt ihr den Effekt vorführen. Natürlich mit der Fingerfertigkeit kommt natürlich auch ein bisschen Misdirection, also ein bisschen Ablenkung dazu, welche ihr für den Effekt benötigt, aber wenn ihr sehr gut in der Fingerfertigkeit seid, dann könnt ihr den Effekt auch ohne Ablenkung zeigen. Das bedeutet, es ist sowohl für Leute von euch, welche ein bisschen professioneller drauf sind und das Ganze schon, also die Zuschauerlenkung schon wirklich in sich haben und das wirklich gut können. Und zum anderen ist es auch für Anfänger gut, welche eben noch nicht so gut sind mit der Ablenkung und ein bisschen Fingerfertigkeit üben wollen. Ja, ansonsten gibt es kaum was zu sagen zu dem Effekt. Ihr könnt damit wirklich jegliche Effekte zeigen, welche je nachdem, welchen Effekt ihr zeigt, ein bisschen winkelanfälliger sind, manche gar nicht. Ja, es kommt voll auf den Effekt drauf an und was ihr eben mit dem Just the Pet macht. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch gefällt der Effekt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Und falls ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Natürlich könnt ihr auch gerne Fragen reinstellen. Wir beantworten alle Fragen. Und in dem Sinne, viel Spaß mit Just the Pet. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Zauberbox TV. Ciao, ciao.